und der Olle Kahn blubbert hier schön vor sich hin. Zack, ich hocke hier auf dem Boot am Kuori mal wieder. Ich war ja die letzten Tage im Stream auch am Kuori und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und nach langer Zeit eigentlich mal wieder. Und da habe ich mir gedacht, Alter, komm, da musst du doch nochmal hin. Und zwar hatten wir zuletzt hier um das 13-Meter-Loch wahnsinnig guten Erfolg. Und aufgrund dessen bretter ich hier, hoppala, da ist schon wieder was dran, bretter ich nochmal ab zum Kuori. Und heute teste ich mal schön entspannt alles auf kleine Köder. In dem Fall jetzt gerade auf die gesamte Serie Aikila. 4 Gramm. Das heißt, die kennt ihr wahrscheinlich eher vom Belaya-Angeln, aber die will ich jetzt auch mal hier probieren. Zack. Und bisher sieht das schon ganz gut aus. Die Frequenz ist auch ganz gut da. Das heißt, wenn man Bock hat, Spinfischen zu pushen, wäre das eine Option. Ja, zack. Und da ist auch direkt der nächste schon wieder dran, gerade erst ausgeworfen. Siehst du mal, es funktionieren gerade verschiedenste Farben. Die Frequenz ist wahnsinnig gut. So soll das sein. Guck mal hier, 2,3 Kilo. Hier kommt der nächste Brocken. Abgefahren. Ich habe jetzt gerade mein Set frisch zusammengebaut. Ich habe eine Hauptschnur gewählt von 19 Kilo. Mono 19 Kilo. Habe dann Vorfächer gewählt im ähnlichen Gewichtsbereich. Können wir aber auch gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Und habe mir gedacht, komm, schmeiß mal raus die kleinen 4 Gramm Aikila. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir hier uns richtig positionieren. Ja, und es hat gar nicht lange gedauert. Und ratzfatz sind sofort die Bisse dran. Man sieht es sofort. Es sind natürlich kleine Fischis. Aber wenn man jetzt sieht, welche verschiedenen Fische das sind. Ich muss nochmal weiter in die Kurve rein. Dann fängt das schon echt gut an. Und dann müssen wir jetzt quasi nur noch... So, ich glaube, jetzt habe ich es. Nur noch auf die Größe... Ja, so passt das ungefähr. Uns auf die Größe irgendwie ja, so ein bisschen konzentrieren, dass die ein bisschen dicker wird. Oder einfach rumprobieren, rumprobieren, rumprobieren. Es werden ja auch regelmäßig dicke Brocken auf diesen kleinen Ködern gefangen. Im Ultralight-Bereich. Das heißt also, warum sollte denn dann jetzt hier mit einem etwas stabileren Setup, auch wenn man hier vielleicht mit einem 6, 7, 8 Kilo Setup unterwegs ist oder, ja, ich sag mal, sowas wie mit so einer Titan oder sowas, also um die 13 Kilo oder halt mit der Alpha 8000 oder der HSV, wenn man hier einfach schleppen geht, einfach mal einen etwas kleineren Köder verwenden und, ja, Spinning pushen, alleine dadurch, dass man hier eine schön hohe Frequenz hat und unterschiedlichste Fische rauszieht. Sieht schon echt alles echt, ja, echt gut aus. Oha, da habe ich wirklich drauf gehofft, dass man eine Chance hat, hier auf dem kleinen Köder die Regenbogenforelle zu fangen. Sensationell, Aikila in 004, also 4 Gramm 004, der grüne. Zack, und direkt der nächste Biss. Ein Traum. Die hätte ich gerne. Und ich teste natürlich jetzt auch hier die verschiedenen Farben. Also das ist jetzt das A und O. Ich mache das ja hier quasi wieder blind. Also rein ans Gewässer oder ran ans Gewässer, rein ins Boot. Und Barsch fangen. Gerne auch den Barsch. Der gehört auch mit dazu, wenn er groß genug ist. Wo sind wir hier? Ja, wir könnten schon mal wenden. Ziehen wir nochmal ein bisschen... Gehen hier in die Kurve. Ja, zu kleines Vorfach möchte ich nicht nehmen. Im Livestream wurde mir da, ich hatte da die Topwater verwendet, die auch gerade, die Oric Walker, die auch gerade auf Rapfen ganz gut funktionieren. Das heißt, die möchte ich gerade eigentlich hier nicht nochmal verwenden, weil die dann auch ganz gut die Hechte triggern. Wie das jetzt hier ist mit diesen sehr kleinen Ködern, mit den Spinnern, bin ich sehr gespannt, ob da auch die Hechte reinballern. Ich denke mal eher nicht. Wobei das auch durchaus möglich ist, dass da mal so ein Hecht drauf reingeht. Aber dann wahrscheinlich eher ein bisschen ein kleinerer. Und dementsprechend ist es dann halt nicht so ganz wild, mit hier einem 19 Kilo Vorfach
sollte man auch den kleineren Hecht dann rausbekommen. So, werfen wir den nochmal raus. Ich liebäugel jetzt gerade schon damit, vielleicht den Orangenen, den habe ich jetzt hier rechts drauf, den vielleicht, den Aquila zu tauschen. Zack, wobei da kommt der nächste Biss. Und vielleicht tendenziell eher so ins Grünliche zu gehen. Also mein Traum wäre natürlich hier wirklich die Regenbogenforelle in schön dick und fett und gesund rauszuziehen. Und das ist natürlich dann die große Frage, auf welche Farben steht sie gerade, die Forelle? Ich muss mich mal so ein bisschen hier wieder korrigieren von der Spur. Dass wir hier schön über die 13 Meter fahren. Und ich glaube, ich bredde einfach jetzt hier rauf und runter. Testen wir das einfach mal auf die Art hier. Hat ja im Stream auch gut funktioniert. Da bin ich so ein bisschen so eine 8 gefahren hier um die Inseln herum oder dran vorbei. Zack, hier schon direkt wieder der nächste Biss. Also direkt wieder langsam einkurbeln. Vielleicht mal kurz nochmal eine Pause machen, denn auch das Einkurbeln kann ja zusätzlich nochmal triggern. Und dann raus damit. Auf der anderen ist auch schon wieder ein Biss. Sefo, jawohl. Und weiter geht's. Ja, im Großen und Ganzen bin ich jetzt, so wie es so läuft, super zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das mit ganz vielen verschiedenen kleinen Spinnern auch genauso machen kann. Das heißt, wenn man vielleicht die Spinner-Serie gar nicht hat, dann damit probieren. Was auch funktionieren soll, hatte der Devilus im Stream gesagt. Der meinte, Alden, probier doch mal hier die Dragonfly Bell-Serie. Auch Sensationen. Guck mal, der A-Land. Damit habe ich anno 1875 meine 100% gemacht, auch beim Spinfischen, auch am Kuori hier. Da war der letzte Fisch, der hat dann die Prozente gebracht, war dann der A-Land nach dem Schleppen. Zack, okay. Ich glaube, ich drehe mal eben. Wir sind ja hier schon kurz vor Ende. Also einmal kurz zurück, da hinten Richtung, man sieht das ja ganz gut, da hinten Richtung Wasserfall. Kann man den so anpeilen? Ja, oder sagen wir so ein bisschen links daneben, dann ist das besser. Jawohl. Schleppen wieder an. Und jetzt auch mal die dritte Route direkt schnell wieder raus. Und den lilanen mit, oh, da ist schon wieder Biss. Also, der funktioniert schon mal richtig gut gerade. Das können wir doch schon mal vermerken. Auch hier direkt nochmal wieder einen Biss, aber auch eher was Kleines. Ja, kleiner Barsch. Barsch, finde ich, ist immer so ein bisschen so ein Trostpreis. Heißt so viel wie ja. Gar nicht schlecht, aber probier es mal mit einem anderen. So irgendwie. Und deswegen probieren wir jetzt hier auch gleich nochmal einen anderen auf dem Orangenen. Da hatte ich jetzt, glaube ich, die meisten Barsche mit drauf. Wir gehen auf Aquila. Den grünen, der hat ja gerade funktioniert, halt in 4 Gramm. Ich könnte natürlich den 7er, ne? Komm, ich nehme mal den mit 7 Gramm. Stopp. Nochmal eben reingucken. Puschelhaken ist drauf, alles klar, alles richtig gemacht. Schmeißen wir raus und lassen ihn durchziehen und laufen. Weiter geht's hier mit dem. Aber das wäre natürlich der Hammer. Also das wär übelst der Hammer, wenn hier die Regenbogenforelle im vernünftigen Gewicht, wenn die da reingeht, super wäre das. Würde ich hart feiern. Ich gehe hier aber auch nochmal auf einen anderen. Oh, 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 oh. Krass, 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 krass. Bremse hoch. Alter. Auf den 4 Grammer. Nicht auf den großen, dicken, fetten mit 7. Nee, nee, nee. Der kleine mit 4 Gramm. Hat also tatsächlich schon einen dicken, fetten Brocken dran getriggert. 19 Kilo ist das Vorfach. 19 Kilo Vorfach auf 19 Kilo Schnur oder 19 Einser Schnur. 19 Kilo das Vorfach. Dementsprechend hoch kann ich eben nur die Bremse stellen. Also nicht die maximale Bremswirkung. Aber nichtsdestotrotz schon ausreichend. Wenn eure Bremswirkung insgesamt nicht ganz so hoch ist. Oh, das sieht aus wie ein Kowalski. Ha! Da ist er, 7,5 Kilo Kowalski. Geiles Ding. So soll das sein, Alter. Mega. Lange nicht gefangen. Cool. Freut mich mega. Richtig schön. Aber ich war auch ich war ja auch lange nicht mehr am Koori, Alter. Geiles Ding.
Zack, weitermachen. Ich fahre noch mal ein Stückchen zurück. Fahre die Strecke direkt noch mal ab. Top. Top, top, top. Und vorhin auch so gedacht, Alter, irgendwie, guck mal, da habe ich hinten im Schatten schon gesehen, dass da ein kleiner angeschossen kam. Vorhin auch so gedacht, am besten müsste man doch mal wieder so mit den ganz kleinen Ködern am Koori. So, und dann gerade eingeloggt und gib ihm. Und es klappt. Geil, freut mich echt, ey. So soll das sein. Und vor allem das Schöne ist ja, das kann man eben auch mit einem kleineren Setup machen. Wenn ihr jetzt überlegt, ihr hättet jetzt zum Beispiel nur das Belaya-Set, das Medium-Light-Set, da hat man ja ungefähr 6 Kilo, ein 6 Kilo Bremskraft-Set drauf, kann man durchaus verwenden hier. Gerade eben dann mit den Aquila-Ködern, warum nicht? So, wir waren stehen geblieben bei Aquila und wir gehen mal vielleicht auf diesen oder auf Gelb. Ich nehme mal erstmal diesen blauen. Wobei, wir haben jetzt so... Ah doch. Hin und her. Egal. Erstmal rausschmeißen. Sonst ist es vertane Zeit. Kann man immer noch entscheiden, wenn nichts drauf beißt, dann einfach den Köder wechseln. Ja, und wie gesagt, ruhig die Dragonfly Bell Serie. Ne? Leute, geilste Köder. Dragonfly Bell. Diese Serie habe ich auch schon immer gesagt für Anfänger am Belaya hat den wahnsinnigen Vorteil, die wiegen um die 6 Gramm. Das heißt, wenn ihr das Belaya-Set aus einem der Tutorial-Videos, wenn ihr das nehmt, habt ihr ein Wurfgewicht da drauf auf der Route von nur 3 Gramm. Ihr seid also mit 3 Gramm drüber. Ihr könnt richtig weit rausballern, das Teil. 6 Gramm, schön da irgendwie noch einen Puschelhaken noch mit dran machen. Muss auch nicht der teuerste sein, vielleicht aber ein etwas größerer. Hier so ein 1-0er oder einen 1er in Puschelig und dann gib ihm schön mit den, Alter, ich bin hier voll in der Botanik, schön mit den Dragonfly Bell rumprobieren, rumhantieren, denn das Schöne ist bei diesen Spinner, bei den kleinen Spinnern, die sind zum einen leicht, also nicht so leicht wie die 4 Grammer, aber zählen halt immer noch zu den kleinen und zum anderen ist das Schöne, dass sie erstmal auch super günstig sind. Und wie gesagt, das Wichtige eben, man kann sie weit rauswerfen. Das ist halt so das A und O. Gerade im Startbereich. Und wenn man... Alter, da war natürlich der Hecht. 3 Kilo. Trotz allem schönes Ding. Macht aber keine Kopfschmerzerei. Denn auf 19 Kilo Vorfach kann man auch mal einen 3 Kilo Hecht ziehen. So, wieder ein bisschen anpeilen. Da ist es. Ab in den Trolling-Gang oder nochmal ein bisschen vor. Jetzt J drücken und wir werfen wieder aus. Moment, Moment, Moment. Das war jetzt der 7 Grammer. Okay. Da war der 7 Grammer dran. Hier ist jetzt der 4 Grammer dran. Und als drittes werfen wir jetzt hier nochmal den blauen aus. Und wenn der jetzt nicht relativ zeitnah Ergebnis liefert, der blaue, sofort gleich der Wechsel auf den gelben und dann geht das so weiter. Einfach gucken, wie ist das Wetter und dann einfach vielleicht auch mal merken, bei dem und dem Wetter hat vielleicht das gut funktioniert und das kann man dann gegebenenfalls auch mal an Belaya umsetzen, dass man sagt, okay, mit dem und dem Köder habe ich immer ganz gut bei Regenwetter zum Beispiel gefangen. Ich teste das, jetzt ist gerade Regen am Belaya, ich teste das mal. Oder halt auch im Dunkeln durchaus mal Köder raussuchen, die dann auch in der Nacht funktionieren. Warum nicht? Zack und zack. Also der Grüne lübt in klein und in größer, also 7 Gramm. Und Alter, 2 Kilo Regenbogenforelle, alle auf dem 7 Gramm Aikila 004. Ich werd weich, ey. Mega gut. Ich brauche was Grünes. Ich brauche was Grünes. Ich brauche was Grünes. Klar, Möglichkeit, aber gern hier, grün. Ich nehme den. Gib ihm. Ich nehme einfach die Spiker. Ist es schon wieder ein Biss? Und hier ist aber auch schon Instant-Biss. Okay, grün scheint gerade zu laufen. Wobei Barsch heißt immer Nice Try Guy. Probier's am besten nochmal. Oder? Ist hier einfach die Barsch-Zone.
Ja, wir sind auch schon wieder komplett dran vorbei gebrezelt hier. Also, zurück zum 13er. In die richtige Position wieder. Ich stehe in der richtigen Posi. Perfekt. Alter, die Route biegt sich kreuz und quer. Auswerfen. Ranziehen die Brocken. Lübt, Alten. Sensationell. Ich bin komplett... Und da ist das nächste Ding. Leute. Nächstes Ding. Regenbogenforelle. Auch wieder fast 2 Kilo. Alter, zieht raus die Brocken, ihr Lümmels. Mega geil. Wer die Regenbogenforelle noch nicht hat, ab hier. Also, das ist ja mal krass. Das ist doch mal krass. Und das kann sich, glaube ich, echt sehen lassen. Ganz vernünftig sogar. Pfft. Raus damit. Oh, schon wieder auf dem 7er. Aquila 0, also Aquila 7004. Aquila 4004. Liefert. Sehr, sehr, sehr nice. Komplett zufrieden damit. So kann das gerne weitergehen. Jetzt guck dir das mal an, Alter. 17 Minuten, 38 Fische in der Tasche. Wenn mir jetzt einer erzählt, ich fange keine Fische. Wie? Wie kann man keine Fische fangen? Und der nächste ist dran. Alter, ich werd wild. Ich werd wild. Ist das gut, ey. Und vor allem auf relativ dicken Setup. Das ist noch nicht mal hier zartfühlend, feinfühlig. Oh, geil, Alter. Schöne, fette Esche. Nehmen wir gerne mit. Das ist einfach relativ grobmotorisch. Es gibt ja diese ganz billigen irgendwie mit einer... Alter, schon wieder. Eine ganz billigen Ruten mit so einem Wurfgewicht von 10 Gramm oder sowas. Solche klobigen... Habe ich die nicht sogar? Hier! Dynamic! Hier. Das sind so richtig klobige, billige Angelruten. Aber... Ich meine, da sind 6 Kilo Tragfähigkeit raus. So fürs Schleppen sind die doch voll okay. Warum nicht? Einfach mal mit den Dingern schleppen. Kostet nicht die Welt. Vernünftige Rolle drauf und ab dafür. Ach, ist das schön. Leute, ich drehe hier noch ein paar Runden. Ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels. Sollen wir nochmal in den Kescher gucken? Nee, ne? Ich schreibe das gleich rein im Nachhinein, was dabei rumgekommen ist. Und ich würde sagen, zieht raus die Brocken, Petri, und wir sehen uns im nächsten Video. Gerne einen Daumen da lassen für den Kanal und fürs Video und abonnieren. Und diesen Standard-weirden YouTube-Kram machen, weil das ist mega geil für mich. Dankeschön dafür, für den geilen Support. Petri, bis zum nächsten Mal.